más uno de aquí en una misión solo. ¿Y este gringo no va a hablar? Pues entonces mátalo. Oye, el general ya nos espera. Pues órale. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡No le des con tu pistola! ¡Dispárale con la pistola de él! Pues dámelo. ¡Chao! Está quebrado. Neto, no tiene martillo. Déjalo. Cabo, los perros no han comido en un tiempo. Leistes mal, amigo. Lade geschickta. Oye, no soy bien católico. Muy loco la cabeza. Oye, se quisieron de policía. Fehlt an nichts. Also war's das? Bada-bing, du schleichst aus dem Spiel? Hast den Kanal voll? Ja. Tja, da liegt das Problem, Bosco. Entweder klaust du weiter Autos oder du reist 15 Jahre ab in einem beschissenen mexikanischen Gefängnis, wo du dann auf Cheetos Cousin triffst. Immer die gleiche Scheiße, aber du entscheidest, wie du sie runterspülst, Bruder. Ganz genau, auf die leichte oder die harte Tour. Krasser Straßenkämpfer, Respekt. Aber ich warne dich, B.A., du wirst gleich deinen ältesten Freund verlieren. Wie geht's, meine Süße? Hast du mich vermisst? Ich dich nämlich schon. Ja, echt. Ist wirklich lange her, Baby. Viel zu lange. Ist das schön hier. Was für ein äußerst zauberhafter Ort, ehrlich. Macht ihr hier Timesharing? Steig ich sofort ein. Ich fahr echt auf dieses Santa Fe-Motiv ab, das ihr hier arrangiert habt, Tuco. Das hat was von Arizona. Das ist sehr Tex-Mex. Das ist gut. Vielleicht könnten wir den Kerl hinter mir fragen, ob er uns ein paar Käsetortillas kredenzen kann. Ponle bastante, que quiero que ese fuego que se vea. Hasta los marcianos lo vean. Lo siento. Mi amor. Americano. Gringo. Armeeaufklärung. Wen meinen Sie? Na, dich, Mann. Du kannst jetzt gar nichts mehr aufklären, weil du in einem Reifenstapel steckst. Aber ich fühle mich gut, ich bin glücklich. Kann doch gar nicht besser werden, oder? Ja, das wird ein guter Tag. Ich liebe den Traum. Das tust du. Du kommst hierher a secuestrarme, echarme in una bolsa, tirarme a la frontera.
y acostarte con mi esposa. Fangen wir mal damit an, dass sie echt heiß ist und wir beide hassen dich. So hat die ganze Sache angefangen. Guten Morgen! Guten Morgen! Hey. Hey. Das ist ja nicht eine Party! Ist das alles, was du drauf hast? Jetzt ist eine Party! Oh, Scheiße. Rutsch rüber, ganz langsam. Du willst mein Auto? Was ist das hier, verkehrte Welt? Ich bin kein Dieb. Aber wenn ich meinem Freund nicht rechtzeitig zu Hilfe komme, geht er drauf. Wenn du kein Dieb bist, dann kannst du garantiert auch keinen töten. Deine linke Hand weg vom Steuer und die rechte von der Gangschaltung. Sofort. Du schießt mir nicht in den Kopf, Paps. Du weißt, dass du das nicht bringst. Ah! Bist du total bescheuert, Mann? Ballerst einfach auf den Fremden. Ich kenne dich nicht mal, du Idiot. Verdammt. Mach das halt schnell, das verspreche ich dir. Hier, wickel dir das rum. Ich kann den Druckverband anlegen. Mir ist klar, dass das wehtut, aber ich musste dich doch überzeugen. Das geht mir am Arsch vorbei. Du hast auf meinen Van geschossen. Das pisst mich an, Mann. Was hast du für ein Problem? Bist du ein Army Ranger, Junge? Pass gut auf, was du als nächstes sagst, Paps. Und baller lieber dein Magazin leer, ehe du schlecht von meinem Bataillon redest. Colonel Hannibal Smith, 75. Ranger Regiment. 4. Bataillon, Fort Benning, Georgia. Ich weiß, wer Sie sind, Sir. Corporal B.A. Baracus. Ich meine, das war ich, bis ich unehrenhaft entlassen wurde für irgendeinen Bullshit. Also ich glaube nicht an Zufälle, Corporal. Ich glaube eher, dass es für alles, was scheinbar zufällig passiert, einen Plan gibt. Hallo. Se lo comieron los perros. Aber hier, mitten in der mexikanischen Wüste, wenn ich ihn am meisten brauche, finde ich einen treuen Ranger. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe, um einen anderen zu retten. Schlechte Nachrichten für dich. Dein Retter, der kommen sollte. Wir haben ihn an die Rottweiler verfüttert vor einer Stunde. Was soll das? Denkst du, ich bin dir damit jetzt ausgeliefert? Denkst du ernsthaft, du kannst mich umbringen? Sind Sie ein guter Fahrer? Besser, haben Sie noch nie gesehen, Sir. Nadie se vio donde escondías. No hay bien hell. Hasta ahora, cabrón. In ein paar Minuten werde ich ein kühles Bierchen zischen. Und du wirst abwackeln. Leb wohl, mein Freund. Alpha! Mein Freund! Foxtrot! Denk mal drüber nach. Adios! Und, wie ist dein Tag so gelaufen? Er wird einen faden Geschmack hinterlassen. Oh, Mary, ich hab mich gerade übergeben. Ich brauche einen Kaugummi. Ich hole einen Kaugummi. Hast du
das gesehen? Hast du Zukos Gesicht gesehen? Oh, dein Auftritt war wirklich unglaublich. Wie oft habe ich es dir gesagt? Wie oft habe ich es dir gesagt? Hey, ich habe gesagt, dass du diesen Tuko nicht allein hochnehmen sollst. Ja, aber du... Weißt du was, es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht den Hannibal Smith-Ratgeber dabei hatte. Okay, ich musste zuschlagen. Aber dieser Schlag ging voll ins Leere, Face. Und du wärst fast dabei draufgegangen. Und mich hätte es beinahe auch erwischt. Und ihn dort übrigens auch. Dankeschön. Peck. Baracus. Ist schon gut. Ich wollte sie doch nur retten. Sie retten? Ja. Sie retten? Ja. Und wie? Bitte sei so gut und weih uns in deinen Plan ein, Face. Okay, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Ganz genau. Ich dafür schon. Was? Na, wie geht's dir? Bist du immer noch hier fest? Unglücklicherweise ja. Gut, also was hast du für mich? Ich hab da einen Vogel, der flinke Einsätze fliegt. Das Rufzeichen ist Hatchet. Hatchet, okay. Das gehört dir. Und dein Pilot, falls du ihn so nennen willst, ist irgendwo da drin. Ja. Pass auf dich auf, Boss. Ich schulde dir okay, was. Okay, lass uns damit nicht bis Bragg warten, ne? 3 Jahre. Ich kann doch meine Süße nach all dem hier nicht zurücklassen. Ich musste kämpfen, um sie wiederzufinden. Lassen Sie den Schlüssel stecken, wir holen sie später. Und zwar schnell. Ich versuche, unseren Piloten zu finden. Oh, hey Doc, hätten Sie Zeit für einen verwundeten Veteran? Ein hochdekorierter Kampfpilot. Wenn Sie ihn fragen, hält er sich für den Besten der Welt. Aber er ist ein arbeitsfähiger Irre. Letzte Woche wollte er flüchten, indem er einen Krankenwagenkurs geschlossen hat. Klar! Ich mag den Kerl jetzt schon. Es hätte beinahe ihr Tattoo erwischt. Hat irgendjemand Mr. Murdoch gesehen? Das gute alte Ranger-Abzeichen. Mr. Murdoch? Würden Sie mich für verrückt halten, wenn ich Ihnen sage, dass ich auch so eins habe? Wo steckt der denn? Irgendwas ist an den Augen komisch. Mr. Murdoch? Nicht während ich operiere, Schwester. Nicht jetzt. Wieso haben Sie Ihre Station verlassen? Ist das Benzin? Sind Sie das? Das ist doch Benzin. Dieser Mann ist ein Patient von uns. Hören Sie nicht auf die... Die ist verrückt. Ja, ich bin praktizierender Arzt. Aber John Hopkins ist ich sollte Ihnen wirklich um Blitz machen. Nein, ich wollte keinen Blitz. Nein. Ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Sie sind tatsächlich... Brennen, Mann. Sie sind... Das gibt's doch nicht. Sind Sie verrückt? Wir sind in einem Krankenhaus. Dann haben wohl alle Mr. Murder kennengelernt. Kennengelernt? Er hat meinen Arm in Brand gesteckt. Und in meinen hat er einen Blitz genäht, Mann. Sehen Sie mich an, Junge. Man sagt, Sie wären ein Wahnsinns-Helikopterpilot. Der Beste, Sir. Ich steige in keinen Helikopter, wenn dieser Irre ihn fliegt, Mann. Das ist etwa wieder eins deiner Projekte? Ich bin ein echter Soldat. Ich bin ein Ranger, Baby. Jetzt mache ich mir Sorgen. Ich bin ein Ranger, Sir. Das reicht mir völlig. Ab sofort sind Sie mir unterstellt und wieder eingesetzt. Sagen, das reicht nicht mal ansatzweise. Danke sehr, Sir. Und jetzt lassen Sie uns hier verschwinden. Meine prachtvolle alte Schrottmühle. Hast du deinen Daddy vermisst? Sag mir doch mal, was der wichtigste Teil eines effektiven Plans ist. Dem Feind einen Schritt voraus zu sein und auf gar keinen Fall feige vor ihm davon zu laufen. Wer sagt denn, dass wir das tun? Was denn? Wir steigen in diesen Dinosaurier mit diesem Vollirren? You spin me right round, baby, right round. Und doch hätte gecheckt, Sir. Wer ist dieser Kerl? Los geht's! Ich seh dich, Gringo! Du hast mein Bein geblendet, der
meinte ich dich, du hättest da eh nicht parken dürfen. Das war ein Behindertenparkplatz. Kapiert? Knall, ich wusste das. Das ist ein Riesenfehler. Oder atomisiert? Oh, atomisiert. Atomisiert. Aha. Murdoch, mach ihn Feuer unterm Arsch. Als würden sie in der Hölle schmoren. Du kannst doch gleich das ganze Lager warm sanieren. Willst du Spezialsoße? Nein, nichts von dem Frostschutzmittel. Ist kein Geheimnis mehr. Du bist verrückt. Das weiß jeder. Niemand macht so eine Frostschutzmarinade wie du, Murdoch. Aber... letztes Mal habe ich davon eine heftige Gesichtslähmung gekriegt. Ja, aber nur partiell auftritt. Also, wie willst du dein Fleisch? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, aber bei einem Einsatz willst du mich sicher nicht partiell gelähmt dabei haben. Besucher. Ja. Wow, ich bin etwas erstaunt und das meine ich echt ernst. Lieutenant? Tut mir leid, soll ich dich jetzt etwa auch mit Lieutenant anreden? Nein, du kannst mich ruhig mit Captain anreden. Captain? Ganz genau. Captain Karriereleiter, da gratuliere ich aber. Wow, ich schätze mal, dann sagst du wohl, nein Kindern, nein zur Familie. Es gibt keinen Berg, den du nicht erklimmen kannst, ne? Nein, Schätzchen, ich habe nur zu dir Nein gesagt. Hallihallo, mein Name ist Percy. Möchtest du vielleicht etwas Schwein? Wenn ich dir sämtliche Knochen der Hand breche, kannst du das dann auch noch? Das ist doch verrückt. 3 Jahre? Wir haben uns seit 3 Jahren nicht gesehen und jetzt reden wir über sowas? Worüber willst du denn reden? Hast du meine Steely Dance Idee?
Dazu werde ich gar nichts sagen. Wir haben diese Scheibe fast neunmal hintereinander gehört und dazu diesen üblen Cabernet getrunken, weißt du noch? Oh, und dann haben wir noch was anderes gemacht. Was war das nochmal? Kannst du dich erinnern, was das war? Es war in einem Schlafzimmer. Weißt du das noch? Ich weiß nur noch, dass ich gegangen bin. Was wirklich die beste Erinnerung an dich ist, die ich habe. Ihr Jungs seid die Besten und passt gut auf euch auf, verstanden? Aber vorsichtig. Danke euch. Schön aufbehalten. Colonel, mein Name ist Lynch, ich bin von der CIA. Im ersten Desert Storm kannte ich mal einen Agent, der Lynch hieß. Ja, ich habe eine ziemlich lange Ahnenreihe. Haben Sie jemals in Betracht gezogen, dass der Grund, wieso niemand der CIA vertraut, vielleicht der sein könnte, dass keiner Ihre wahren Namen kennt? Was kann ich für Sie tun, Mr. Lynch? Sie müssen mir helfen, Saddams frühere Anhänger davon abzuhalten, innerhalb der nächsten 30 Stunden über $1 Milliarde zu stehlen. Außerhalb der USA gab es nur eine Druckerei, die offiziell unser Geld drucken durfte, und die gehörte dem Schah von Persien. Während des Iran-Irak-Krieges ging die Gelddruckmaschine verloren. Es ging das Gerücht, Saddam hätte sie gestohlen. Und wir haben sie uns wiedergeholt während der Desert Storm? Tja, allerdings nicht die Druckplatten. Das spielt keine Rolle. Sie müssen erst die Druckerei wieder aufbauen, um die Banknoten herstellen zu können. Nun, Sir, das geschieht in diesem Moment. Fedain-Kämpfer haben das, was von der nationalen irakischen Gelddruckerei übrig war, beschlagnahmt, um illegal Dollarnoten in Milliardenhöhe zu drucken. Und wie wollen Sie die Druckplatten und $1 Milliarde aus Bagdad ausschaffen? Mit gepanzerten Fahrzeugen. Bemannt mit ehemaligen irakischen Spezialeinheiten. Sie wissen schon, Typen, die blitzschnell zuschlagen und töten. Also, wie wollen Sie sie aufhalten? Hör zu. Es gibt ein paar Gerüchte über streng geheime Druckplatten, die Saddam-Loyalisten aus der Stadt rausschmuggeln wollen. Falls du irgendwas darüber weißt, ich mein's ernst, falls du vorhast, Jagd auf diese Platten zu machen, dann verbiete ich dir das hiermit. Denn es fällt in meine Verantwortung und es geht um meinen Arsch. Ist das klar? Face? Mhm. Ich werde dich fürs Militärgericht bringen. Okay. Hey. Ist das bei dir angekommen? Sag das deinem geliebten Colonel Smith. Und haltet euch von Bagdad fern. Weißt du, du bist nie wiedergekommen. Ich dachte, du kommst zurück. Tja, und hier bin ich. Ich bin wieder da. Diablo ist da, Pina ist Diablo. Eine oberblöde Ziege, die da. Glauben Sie wirklich, diese Clowns könnten das durchziehen? Hören Sie, ich würde Ihnen das niemals ins Gesicht sagen, aber Sie sind die beste Einsatzgruppe aller vier Abteilungen. Ihre Methoden sind außergewöhnlich. Observieren Sie Peck und die anderen, lassen Sie keine verfluchte Sekunde aus den Augen. Heißt Diablo nicht Teufel? Ja, Mann. Gottverdammt, Hannibal, was soll ich denn machen? Wenn das meine Operation wäre und du hättest sie gewollt, dann hättest du sie auch bekommen. Solltest du Black Forest darauf ansetzen, dann hast du ruckzuck einen internationalen Zwischenfall, das verspreche ich dir. Das sind doch keine Soldaten. Das sind ungestüme Rowdies mit einem losen Finger. Wer leitet das Bodenteam? Brock Pike. Pike? Das ist ein Strolch, eine echte Witzfigur. Ich bitte dich. Hannibal, wir haben den Befehl. Den Befehl, wohlgemerkt, uns aus Bagdad fernzuhalten. Schluss, aus und Ende. General... Wir sollten für ihn eine Möglichkeit finden, meinen Sie nicht? Wissen Sie, ich kannte schon mal einen Lynch. So eine CIA-Marionette. Stationiert in Laos, 68. Nicht verwandt. Sind Sie sicher? Denn Sie erinnern mich irgendwie an ihn. Ich werde in ein paar Stunden in Kabul erwartet. In 48 Stunden bin ich wieder hier. Ich gehe davon aus, dass wir dann losschlagen. Falls nicht, informieren Sie mich. Er läuft im Hauptquartier mit einer kugelsicheren Weste rum. Und das sollte dir schon alles sagen, was du über die CIA wissen musst. Nun, ich möchte, dass du weißt, dass es nichts damit zu tun hat, dass du älter wirst. Das ist mir ganz wichtig. Hey. Hey. Ich bin heute 10-mal so gut wie bei unserem ersten Treffen. Und doppelt so schnell. Aha. Russ. Meine Jungs und ich kriegen das hin, und zwar ohne Blutvergießen. Diese Druckplatten können eine Menge Schaden anrichten. Zwing mich nicht zu päckeln. Ich könnte das auch nicht ertragen, Hannibal. Wir beide sind schon seit Ewigkeiten Freunde. Und was noch viel wichtiger ist, du und deine Männer, ihr seid möglicherweise das wertvollste militärische Gut, auf das ich in meiner Karriere jemals Zugriff hatte. Tja, du hast gesagt, ich soll dich nicht zwingen zu betteln. Doch jetzt flehe ich dich an.
Hannibal, bitte, lass die Finger davon. B.A., hör zu. Wir verlängern unseren Aufenthalt noch ein bisschen. Wir werden zurück nach Bagdad gehen. Aber ich dachte, wir sollten uns fernhalten. Das ist wahr. Hey, Smith. Aber ich, Pike. Wie ich hörte, klauen Sie und Ihre Stiefellecker jetzt meine Einsätze. Das gefällt mir nicht. Ich dachte, dass Ihr Black Forest-Kerle damit beschäftigt wärt, irgendwo eine Diktatur einzuführen oder vielleicht eine Demokratie zu Fall zu bringen. Noch ist ja Wochenende. Sowas machen wir unter der Woche. Passt. Ihr seid doch echte Witzfiguren. Ihr seid keine Soldaten. Ihr seid Freizeitattentäter in Polohemden. Wir verdienen in einer Woche so viel wie ihr in einem Jahr. Mit Geld kauft man sich keinen Mut, Kleiner. Hirnschmalz auch nicht. Und dir mangelt es an beidem. Das ist Morrisons Stützpunkt. Spuckt mir nicht in die Suppe. Lasst mal sehen, wir haben noch einen Sperrpanzer übrig. Ich sag dir was, es gibt einen Grund, wieso sie hergekommen ist. Hey, wie oft denn noch? Vergiss sie einfach. Sie ist nur so überaus ambitioniert bei der Sache. Ich steig in kein verdammtes Flugzeug, Hannibal. Weder in einen Segler, Papierflugzeug oder ultraleicht. Wirst du mir das jemals verzeihen können? Nein. Mexiko ist eine Ewigkeit her und ich habe dir das Leben gerettet. Ja, weil ich dir im Krankenhaus nicht den Arsch aufgerissen habe. Ich war mein Airborne Ranger, bevor ich dich traf. Du bist wie ein feiges Huhn geflohen. Bock, bock! Mit 263 Absprüngen. Ein einfaches Danke hätte völlig gereicht. Ein einziger Helikopterflug mit dir hat's mir versagt. Ein Airborne Ranger, der Schiss vom Fliegen hat. Was für eine Pfeife. B.A., zum letzten Mal. Niemand wird den Truck verlassen, wenn wir ihn erstmal übernommen haben. Verstanden? Startpositionen, Bewegungen, unser Schlachtplan. Da habt ihr schön was zu lesen. Oh, krass, ja, Hannibal. Da krieg ich feuchte Hände. Ist das eine verdammt kranke Scheiße? Und was so perfekt? Also, das ist mehr als irre, Boss. Und es wird noch besser. B.A., du beschaffst dir ein Stück konturiertes Metall und fertigst einen Unterbodenschutz. Weg hier, du Idiot. Murdoch, wir brauchen außerdem eine Autobatterie. Sieh doch mal nach, ob die Jungs von Black Forest uns da aushelfen können. Presseausweise sind auch wichtig. Huscht mal ins Pressezelt und sieht mal, ob da welche rumliegen. Entschuldige, mein Freund. Du hast mein südafrikanisches Mikrofon ganz nach unten geschraubt. Geht nicht, dass CNN nicht mehr erobert ist. Freiwillig, Sie müssen die Fernsehsender schon gerecht waren, sonst werden sie immer wieder angegriffen. Murdoch, wir brauchen eine Kamera. Sieh zu, was du da machen kannst. Alles klar, Verzeihung. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Ah, hallo. Ich bin in Sie verliebt. Also, wir machen eine vorläufige Meinungsumfrage. Ja, worüber denn eigentlich? Über den Rückzug, ja? Wir benötigen Airbags. Viele davon. Für wen arbeiten Sie, Hase? Dann sind Sie Französin. Süßer. Die Geschichte über Pferde. Hallo, hier spricht General Parker. Klar, verstanden. Hier ist für dich. Hey, du Idiot. Hallo. Du musst einen Luftschlag auf dich anfordern. Hallo. Das war's, Partner. Ich treffe dich da gleich. Nein, okay. Ich glaube, dass wir jetzt sofort gehen sollten. Ich glaube, dass du nicht verstehst, was ich dir hiermit gerade anzudeuten versuche. Yay. Yeah, wir werden einen Magneten brauchen. Yeah, yeah. Und stark muss er sein. Hast du schon mal die Blue Man Group gesehen? Um den Rest kümmere ich. Non, pour moi, vous êtes plus piqué. Non, mais franchement. Ok, on va dire. Oh là là. Was würdet ihr dafür geben, um einmal nur wieder hier stehen zu dürfen und unseren Feinden zuzurufen? Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! Bald für einen Ausflug in die Stadt? Allerdings. Guten Morgen. Dankeschön. Macht sich fertig. General Morrison, wo ist Hannibal Smith? Sie setzen sich in 3 Stunden in Bewegung. Die Druckplatten und mehr als $1 Milliarde werden an der Druckerei in einen Sattelschlepper verladen. Sie nehmen den Landweg für exakt 4,6 Meilen, bevor sie die Brücke erreichen. Das ist unser Zeitfenster. Und das schließt sich verflucht schnell. Die Kerle fackeln nicht lange. Die schießen, wenn denen was merkwürdig vorkommt. Face, du positionierst dich hier unter dem Hotel. Es wird dort nur so wimmeln von Reportern und Sicherheitsleuten. Ach,
befindest dich hier in dieser Gasse. Dein Timing muss perfekt sein. Achte darauf, dass dein Bike ordentlich Dampf hat. Da habe ich doch genau das richtige Spielzeug. Mann. Bam. Was ist mit mir, Bossmann? Ich hatte hier doch irgendwo noch so einen kleinen Helikopter. Sind denn auch ein paar extravagante Flugmanöverchen drin? Ich suche nämlich nach meiner nächsten Nahtoderfahrung. Dieses Mal nur Luftunterstützung, Captain. Aber beim nächsten Mal ist mehr drin. Versprochen. BA, du musst exakt um 6.30 Uhr deinem Bock die Sporen geben. Alles klar. Scheiße, bin ich das? Oh nein, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin ja in der irakischen Kanalisation gelandet, Boss. Timing ist alles, Face. Hier geht's um einen astreinen Blattschuss. Wieso nicht? Wenn du unter dem Sattelauflieger bist, wirst du den dahinterfahrenden Truck außer Gefecht setzen. Jetzt werden dich diese Kerle besonders gern haben, Face. BA, das ist dein Zeichen, um Vollgas zu geben. Und schön nach links und rechts sehen, bevor du in eine Kreuzung einfährst. Und hoffentlich hast du vorher voll getankt. Das Bordpersonal hat was gegen blinde Passagiere, BA. Bring ihnen einfach das Fliegen bei. Falls sich noch einer von hinten anpirscht, sei unbesorgt, ich kümmere mich darum. Hört sich in der Theorie ja ganz nett an, aber ich weiß immer noch nicht, wie wir aus Bagdad rauskamen. Ich schon. Hey, scharf nach rechts! Geht klar! Festhalten! Das Ding muss bockenfest sitzen, das brauchen wir nachher noch. Wunderbar! Eins, zwei, drei! Hey, Bob! Die Airbags werden beim Aufschlag ausgelöst, oder? BA, kletter in den Container! Kontakt hinter uns! Scheiße! Und das ist der Teil des Plans, dem ich misstraue. Keine Panik, Fähig, das Seil wird halten. Wenn ich in Panik wäre, würde ich mich auf der Stelle selbst an den Container tackern. Festhalten, Jungs! Verstanden. Bin in 5 Minuten da mit einer Jumbo-Flasche Whisky.
Eine Flasche? Mach eine Kiste draus, du Knauser. Gut, dann bis gleich. Und wer lässt ihn da jetzt raus? Du! Oh. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass ich euch jetzt alle töte! Ich töte euch alle! Bossmann? Lass mich mal was ausprobieren. Probier keinen Zwang. Ich will mal was versuchen. Ich hab jetzt gerade mehr Schüsse als vorhin während der Aktion. EA? Hier ist Mörder. Mach die Tür auf! Ich mach dir auch ein schönes Kokosnuss-Curry mit Ingwer, das du so liebst. Das könnte klappen. So schön mit Croutons drin? Oh, auch schön mit Croutons, von mir aus. Wie wär's denn mit Meersalz? Komm, wir lassen ihn jetzt raus. Verdammt! Oh, da ist er ja. Du hast mich reingelegt. Da ist er ja. Ich hasse das. Ach, komm schon. Lass mich in Ruhe, Mann. Wisst ihr, warum ich euch nicht in den Arsch trete? Weil ihr Ranghöher seid. Du weißt es. Du weißt, dass ich das Fliegen hasse. Ich bin pitschnass. Ich stinke. Und von dem Geld darf ich auch nichts haben. Ach, wer braucht denn schon Geld? Verdammt, Mann. Hey, Murdoch, du wirst heute noch kochen. Du hältst besser dein Versprechen. Mal sehen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Meine Herren! General! Das sieht nicht gut aus! Bei uns! General! Ach, General! General! Großer Gott! Kontakt hinter uns! Nach eingehender Beratung haben wir entschieden, Sie zum First Lieutenant zu degradieren. Lieutenant So, Sir, das ist nichts Persönliches, aber Sie haben diese Druckplatten verloren und Sie waren für sie verantwortlich. Sie können sich glücklich schätzen. Andere gehen dafür ins Gefängnis. Guten Tag, Direktor McCready. Lieutenant, Sie dürfen wegtreten. Colonel Smith, dieses Gericht war außerstande, einen offiziellen Befehl von General Morrison zu finden, diese Mission auszuführen, wegen der jetzt gegen Sie verhandelt wird. Hohes Gericht? Das war eine verdeckte Operation. Es gab keinen offiziellen Befehl. Und die einzige Person, die die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes verifizieren könnte, ist verstorben. Ist das korrekt, Colonel? Nein, euer Herr. Nicht verstorben. General Morrison wurde ermordet. Colonel, ich bin schon sehr lange dabei. Ich kenne Einheiten wie Ihre. Das sind Gesetzlose. Solche Einheiten bedrohen aggressiv die Struktur und Grundsätze unseres Militärs. Hohes Gericht, wieso sind die Männer von Black Forest nicht vorgeladen worden? Black Forest ist eine private Organisation und fällt somit nicht unter die Militärgerichtsbarkeit. Bleibt der Plan aus. Wie lautet er? Wo ist der Notausstieg? Ich kann ihn nicht finden. Face, diese Mission ist noch nicht vorbei, Lieutenant. Ich werde unsere Namen reinwaschen. Wir finden Pike und die Druckplatten. Völlig egal wie. Hohes Gericht, diese Männer haben unter meinem Kommando gehandelt. Jegliches Urteil sollte gegen mich gefällt werden, gegen mich allein. Da muss ich intervenieren, Sir. Wir haben alle bereitwillig an dieser Operation teilgenommen. Ich will keine separate Verhandlung. Eine separate Verhandlung lehne ich ab, Sir. Entsprechend dem einheitlichen Gesetz der Militärgerichtsbarkeit befindet dieses Gericht jedes Mitglied dieser Alpha-Einheit, auch A-Team genannt, für schuldig und verhängt für jeden eine Haftstrafe in gesonderten Hochsicherheitsgefängnissen für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren. Ihnen allen wird hiermit Ihr bisheriger Dienstgrad aberkannt und Sie werden unehrenhaft entlassen. Die Sitzung ist geschlossen. Das ist doch nicht fair! Ich zeige das an! Ich fange das an! Was ist denn dieses Verfahren? Das gibt's doch nicht! Captain, hören Sie auf, mich zu wehren! Ruhe! Nimm mich los! Hilfe! Das ist eine absolute Schande! Alles nur zufrieden! Das bist du doch so! Colonel, finden Sie Ihre Männer! Ruhe, Männer! Dieses Urteil ist eine einzige Schande! Hallo, Mr. Lynch.
Ist lange her. Sie wirken sehr entspannt, Lynch. Hier gibt's viele Kameras. Ja, in der Tat. Tja, wie es scheint, haben die hier wohl im Moment ein paar technische Probleme, die ich im Augenblick sehr begrüße. Hannibal, darf ich Sie so nennen? Ich meine, Colonel, wäre ja unangebracht. 6 Monate schon. Ich habe auf Sie gewartet. Ich dachte, Sie verschwinden hier und befreien den Rest von Ihren Backstreet Boys und führen mich zu den Druckplatten. 6 Monate schon und kein Piep. Alle haben gedacht, Sie und Ihr Team arbeiten für Pike. Alle abgesehen von Ihnen. Pike hat Morrison ermordet. Hat meine Männer und mich verschaukelt und die Druckplatten gestohlen. Und ich weiß, wo er ist. Niemand weiß, wo er ist. Es existiert ein Foto von ihm. Diese Aufnahme entstand vor 1 Monat irgendwo in Europa. Wir vermuten, es ist ein Ausdruck von einer Überwachungskamera. Frankfurt, Deutschland. Wie sind Sie hier drinnen an das Foto gelangt? Durch Zeit, Lynch. Geben Sie mir 1 Minute und ich bin gut. Habe ich 1 Stunde, bin ich großartig. Geben Sie mir 6 Monate, dann bin ich unbesiegbar. Ich habe Pike erkannt, aber wer ist der Araber? Das wissen wir nicht. Wir denken, er ist der große schwarze Schatten in dieser Angelegenheit. Vielleicht ein Zwischenhändler oder ein Käufer. Lynch, wir haben gemeinsame Feinde. Und Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Mein Team ist immer noch die beste Option, die Platten zu beschaffen. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Und warum sind Sie dann den langen Weg hierher gefahren? Sie und Ihre Männer in Langley wollen doch nur Ihre private Gelddruckmaschine. Denn weiter reicht Ihr Patriotismus sowieso nicht. Also, was wollen Sie von mir? Ich habe meinem Team geschworen, dass ich unsere Namen reinwaschen werde. Und besonders ihr bei der CIA solltet wissen, wie wichtig ein Name ist. Jetzt passen Sie auf. Ich will eine vollständige Rehabilitation. Und saubere Akten. Für mich selbst. Und für mein Team. Ich kann Sie hier nicht rausholen. Nicht legal, jedenfalls. Hier ist etwas, das die Männer in Langley sehr, sehr gut drauf haben. Achten Sie bitte auf die richtige Dosierung. Und wenn ich richtig sage, dann meine ich perfekt. So long. Don't seem like happiness will come along. Was für ein Jammer. In meinem Dojo! Also, der Teufel geht in diese Bar. Warte mal, was ist das denn hier? Ein Whirlpool? Und eine Dampfsauna? Ja, das wird den anderen Gästen bestimmt sehr gefallen. Wie hast du das ganze Zeug an Land gezogen? Es geht nicht darum, wen man kennt, sondern wie gut Bob. Oh, ist dein Junge aus Afghanistan zurück? Ja, danke für deine Hilfe. Seine Mutter und ich sind sehr glücklich darüber. Captain? Hey. Du hast da was im Bett vergessen. Hä? Oh. Hättest ihn verstecken können. Warum hätte ich das tun sollen? Du machst mich wahnsinnig. Ich sehe dich gegen 8. Hey, Ex-Lieutenant, danke für die Stiefel. Ach, komm schon. Komm in Vergnügen, Baby. Smith ist geflohen, Lieutenant. Setzen Sie mich auf ihn an. Smith und sein Team arbeiten mit Brock Pike und Black Forest zusammen. Ich kann Ihnen die Druckplatten zurückholen, Sir. Sie wissen, dass ich das kann. Holla! Hallo! Holla! Hey! Hey! Lass mich raus! Hey! Hey! Hey!
aus wie ein Grillhähnchen. Verriegeln. Niemand darf da reingehen. Das Besucherprotokoll des in Frage kommenden Tages ist entfernt worden. Also irgendwie überrascht mich das nicht. Ausgerissen. Die Zigarre war am Einband dieses Buches versteckt. Oh, wie raffiniert. Sehen Sie mal hier. Das sind die Überwachungsaufzeichnungen vom Gefängnis, okay? Mhm. Und was Sie jetzt dort sehen, ist ein Signalstörgerät. Das ist Hightech-Equipment. Es verzerrt das Bild jeder einzelnen Kamera. Unmöglich, ihn so zu identifizieren. Wir sind quasi blind. Niemand weiß also, wer dieser Kerl ist. Womit wir zum Masterfrage kommen. Wurde Smith im Gefängnis von der CIA besucht? Das klingt vielleicht verrückt, aber ich denke, die CIA hat ihm zur Flucht verholfen. Wer hat uns unterstützt? Derselbe Typ, der das schon in Bagdad getan hat. Lynch, CIA. Worüber reden wir hier? Etwa über saubere Akten und Rehabilitation? Hast voll ins Schwarze getroffen. Was ist mit Pike und den Druckplatten? Um die kümmern wir uns jetzt. Scheint der drinnen nicht sonderlich religiös geworden zu sein. Nein, wir schlagen zurück. Gut. Denn ich kenne ein paar Kerle, die fühlen ganz genauso wie du. Das freut mich zu hören. Und Peck sind inzwischen ausgebrochen. Was? Murdoch ist als einziger noch übrig und jetzt in Deutschland. Alles klar. Woher hast du gewusst, dass die Bustür sein Gewicht aushalten wird? Kannst du mir das sagen? Hat sie doch, ja. Na, was wird er wiegen? So um die 100 bis 110 Kilo? 110, ja. Dabei fällt mir der Einsatz ein, den wir in Venezuela hatten, vor 7 Jahren. Also der war... Ja. Aber das war ein Lilliputaner. Der war doch viel kleiner. Ja, mein Großer, da bist du. Er ist wieder da! Schön, dabei euch zu sein, Mann. Mein Freund. Endlich wieder zusammen. Schön, dich zu sehen. Geht mir auch so, Bruder. Geht mir auch so. Danke. Und dir auch, Mann. Sieht gut aus. Schön, euch zu sehen. Was ist? Wieso kein Iro mehr? Gefällt dir etwa mein neuer Style nicht? Dein neuer Style? Wir haben dir extra einen Rasierer besorgt, ich dachte. Ja, war auch in Betrieb. Was bedrückt dich? Hm? Komm, uns kannst du es doch sagen. Ach, Leute, ich kann keinen mehr töten. Wie meinst du das? Ich habe einen Schwur abgelegt. Ein Schwur? Zur Gewaltlosigkeit. Trotzdem würde ich alles für euch tun, Leute, das wisst ihr ja. Aber ich kann einfach keinen mehr töten. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen, aber... das kann geschehen. Als ich noch ein kleiner Junge war, da haben die Nachbarn immer gesagt, der Bosco, das ist ein schlimmer Finger. Immer auf der Jagd nach Skalps. Jetzt wisst ihr auch, woher der Iro kam. Ich war auf dem Kriegspfad. Aber zu diesem Zweck sind Krieger doch da. Hannibal, Mann, ich vermisse dieses Leben nicht. Ich helfe euch, Murdoch rauszuholen und bei allem anderen, aber... ohne zu töten. Nicht mal Pike? Auch nicht, wenn das deinen Namen reinwaschen würde? Mir ist ein reines Gewissen wichtiger. Also, wo steckt denn dieser durchgeknallte Idiot? Da, sehr lecker. Hey, Murdoch, hier ist ein Päckchen für dich. Von einer Annabelle Smith. Ist das Film drin? Toll, und jetzt auch noch in 3D. Fantastisch. Oh, sieht das echt aus. Will nicht. Ich schlage euch. Saya, ihr müsst euren Hut absetzen und auf den Rücken vorn. Also wenn ihr kniet, musst du den Kopf nach vorn beugen und mir nicht in die Augen sehen. Das ist respektlos, verstanden? Will sehen. Du glaubst mir in die Augen, das ist falsch. Will sehen.
Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Captain Murdoch. Wo können wir den finden? In dem Raum dort. Diablo! Okay. Wo bleibt das Popcorn? Alle leise sein. Hey, wo bleibt die Eier? Halt! Sieh die Kacke dessen ein. Hallo, Mann, das ist ja 3D, Mann. Gibt nur einen wahren 3D-Film und da sind alle blau. Captain Murdoch, erinnern Sie sich an mich? Ich war in Bagdad. Das ist sinnlos, der Kerl ist total gaga. Ja, deswegen ist er ja auch hier drin. Und sein ganzes Team ist geflohen, bis auf ihn. Der Wind fängt an. Die Tür noch aufgehört. Sehen Sie sich trotzdem um, wir müssen sicher gehen, dass er allein ist. Ja. Carissa, wo bist du? Ah, da. Bleib so hübsch, Ben. Jetzt stopp. Yeah, ich muss in Arbeit. Hol das Auto! Sie schießen auf uns. Ich brauch es nicht. Durch die Kugel in 3D reinschießen. Murdoch, nicht rauslegen. Das ist so, als würden die echt auf uns schießen. Die schießen auch echt auf uns, verrückter Idiot. So, anhalten. Los, Rahmen. Anhalten. Wow. Verdammt. Entschuldige, Alter. Aus, als würden sie zum Rollfeld fahren. Los, 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 los! Gentlemen! Sind Sie bewaffnet und oder Flüchtlinge aus einem Bundesgefängnis? Nein. Nun, wir sind beides, was so viel heißt. Dass Sie das Flugzeug stehlen? Und genau deswegen bin ich zur Armee gegangen. Von hier weg, seid tapfer und stark ein! Besten und die Fähigsten. Ich weiß das zu schätzen, Männer, ihr könnt weg. Hat den Zündschlüssel? Ohne den kann ich nicht starten. Was? Was faselst du da für einen Schlüssel? Du brauchst keinen Flugzeug. Ich brauch den Schlüssel, und wie ich einen brauche. Das ist eine ganz miese Idee. Wir haben den Kerl gerade aus der Klapsmühle befreit. Hannibal, wieso hast du die echten Piloten gelassen? Ganz ruhig, die wird nichts geschehen. Von denen. Was ist das? Werden die mich ausnocken? Ich hoffe, das werden sie, denn ansonsten nocke ich dich aus. Wie, ey, wie viel Klappe verwirren mich? Ich weiß nicht, ganz. Klappe, Mörder. Na los, du lässt ihn echt das Flugzeug fliegen? Vergiss es. Ich werde die Bar aufgeben. Wozu ist der gut? Komm schon. Komm schon, Mörder. Genau, der Richtige. Okay, Jungs, los geht's. Wieder da. Rückwärts, sofort. Na los! Holen Sie alles aus dem Pilot! Die C-130 gegen den Mercedes-Benz. Hochziehen, Mörder! Ah. Mach dich schneller! Schneller! Versuch's ja, ist nicht mehr drin! El Diablo, El Capinha! El Diablo, El Capinha! El Diablo, El Capinha! Fahren Sie uns zum Tower. Werte Fluggäste, wir erwarten leichte Turbulenz. Bitte bleiben Sie so lange sitzen, bis das Anschnallzeichen über Ihnen erloschen ist. Keine Sorge, Jungs. Durch Turbulenzen ist noch nie eine Maschine abgestürzt. Was ist das denn hier? Aber auf uns kommen zwei bewaffnete Reaper-Drohnen zu, die uns erfasst haben. Und durch die stürzen Maschinen andauernd ab. Okay, sie feuern auf uns. Aktiviere Gegenmaßnahmen. Wow! Habt ihr das gesehen? Die habe ich gerade schon abgelenkt und dadurch die Raketen gesprengt. Achtung, Achtung! Schön festhalten! Dann kommt voll da auf! Genau, das war Luft, was ist denn wo? Könnt ihr euch noch an Mexiko erinnern? Wow! Werte Fluggäste, hier spricht Ihr Captain. Wenn Sie jetzt rechts aus dem Fenster des Flugzeugs blicken, wird Ihnen auffallen, dass unser rechtes Triebwerk brennt. Zielanlage
erneut erfasst. Sind bereit zu feuern, Sir. Lieutenant Commissar Sosa, die CIS. Major, Sie werden Mrs. Sosa nicht abschießen. Schicken Sie Jäger hoch und dann tun Sie eine Landung. Ich bin direkt vor Norden. Ich habe da Militäreigentum gestohlen. Billy, Billy, ich will sofort das Bild der Bukamera auf meinem Monitor haben, klar? Rakete wurde abgefeuert. Ziel wurde getroffen. Hercules wurde abgefangen und zerstört. Tut mir leid, Lieutenant. Tut mir leid. Das glaube ich einfach. Sir, da gleitet ein Panzer an Fallschirmen. Was? Ich möchte, dass die Drohnen die Verfolgung abbrechen. Und zwar sofort. Wir sind 5000 Kilometer entfernt. Wer auch immer diese Drohnen steuert, ich muss denjenigen sofort davon überzeugen, dass wir müssen diese Drohnen deaktivieren, sonst bringt ihr uns mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Wir brauchen diese Männer lebend. Geht's allen gut? Ich stehe die Chancen, dass die uns für tot halten. Nicht sehr gut. Sag mir nicht, dass wir doch im Flugzeug sind. Nein, das sind wir nicht mehr. Hannibal, ja, wenn wir unter 20.000 Fuß sind, können wir locker atmen, oder? Was meinst du mit 20.000 Fuß? Schmeißen wir mal das alte Waffensystem an. Was steht hier ab, mein BA? Ein bisschen stickig hier drin, was? Ich werde mal durchlüften. Ja! Yeah! Was habt ihr drauf, ihr Schweinepächter? Lass mich auch mal ran, Face, komm schon! Wieso sind wir in einem abschützenden Panzer? Weil das Flugzeug explodiert ist! Welches Flug? Was? Was? Erst kürzlich! Die Reaper-Drohnen sind das gewesen! Was für Reaper-Drohnen? Ich selbst, die immer noch versuchen, uns auszuradieren! Daran bist du schuld, Hannibal! Also genau genommen fliegen wir doch gar nicht! Sicher, weil wir abstürzen durch uns! Oh, Scheiße! Ah! UAV-2 wurde zerstört. Wir haben eine der Drohnen verloren. Hannibal! Wir stecken in Schwierigkeiten! Abgefahren! Hey, bin ich als Hauptgeschütz? Da ist ein See. Eine halbe Meile von unserer Position. Und worauf soll ich jetzt bitte schießen? Vertrau mir, und jetzt schwenkt das Geschütz um 82 Grad. Volles Rohr! Feuer! Versuchen die etwa, die andere Drohne zu treffen? Nein, die versuchen, den Panzer zu fliegen. Er fliegt den Panzer! So was geht gar nicht, du Idiot! Erneut drehen, um 16 Grad! Erledigt! Feuer! Geschütz um 43 Grad drehen! Einmal! Warte! Der Abschuss bestätigt. Geschütz nur nach vorn schwenken und warten! Mörder, schließ die Luke! Bin schon dran, okay? Na was? Komm schon, Kenny! Da ist er ja! Ich will doch nicht sterben! Was? Das wird ein Schuss ins Blaue! Komm schon! Komm schon, Kenny! Der schönste Ritt ist zugleich der letzte, Colonel! Alles auf Feuer! Alles, Baby! Du alter Schwindler! Ach, du wieder mit deiner Nörgelei. Damit verscheuchst du sie. Alles klar, fleißige Bienchen seid ihr. Wieso zieht ihr nicht eure Sakkos aus? Ist sau heiß hier drin. Ich schwitze wie eine Nutte in der Kirche. Sir? Ja? Smith und sein Team sind in einer C-130 über deutschem Luftraum von zwei Reaper-Drohnen angegriffen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Dechiffrierfehler ist, aber es heißt, dass es sie in einem Panzer erwischt hat. Laut NORAD wurde das Ziel zerstört, aber das ist widersprüchlich. Kann ich mir vorstellen. Eine deutsche Hausfrau hat berichtet, sie hätte einen Panzer aus dem See fahren sehen mit einem Kerl, der Ähnlichkeit mit Mörder hat. Entschuldigen Sie mal! Wo bitte geht's nach Frankfurt? Er hat sie nach dem Weg gefragt. Das ist doch nicht möglich.
Smith, das wäre das zweite Mal, dass er innerhalb einer Woche gestorben wäre. Ist das etwa möglich? Was haben Sie für mich? Boss, sehen Sie sich das an. Wir haben gerade ein unverzerrtes Bild von Smiths mysteriösen Besucher im Gefängnis erhalten. Aber bisher wurde er noch nicht identifiziert. Hallo, mein Hübscher. Warten Sie, den habe ich doch schon mal gesehen. Ich kenne dieses Kerlchen. Bagdad. Verbinden Sie mich umgehend mit Langley. Wir gehen angeln. Ich habe darüber nichts gehört, vielleicht nur ansatzweise. Aber wie viel gehen auf unser Konto? Ich rede gerade. Keiner von Können denen. Können Sie kurz warten? Da ist eine gewisse Lieutenant Sosa am Apparat. Sie sucht nach einem Agent Lynch. Ja, der ist nicht zu sprechen. Nie mehr. Agent Lynch aus Bagdad? General Morrisons Zelt? Raus. Warum beschäftigen wir die? Weil sie eine fantastische Persönlichkeit besitzt. Darum. Mit wem spreche ich da bitte? Hier ist Lieutenant Sosa. Sind Sie Agent Lynch? Tut mir leid, ich weiß Ihren Vornamen nicht. Den kenne ich auch nicht. Also was kann ich Ihnen Gutes tun, Lieutenant? Ich bestaune gerade ein nettes Foto von Ihnen aus der Strafvollzugsanstalt in Fort Carson. Heißes Teil. Haben Sie den ehemaligen Colonel Hannibal Smith dort besucht? Also ich weiß nicht, worauf Sie da anspielen, ehemaliger Captain. Agent Lynch, falls sich herausstellen sollte, dass Sie Smith geholfen haben zu fliehen und ihm jetzt Beihilfe leisten. Freundchen. Sollten Sie mich dafür drankriegen? Dann würden Sie befördert werden, und zwar in den 5-Sterne-Bereich. Und falls Sie dabei helfen, diese Druckplatten wieder zu beschaffen? Dann werde ich mir die allergrößte Mühe geben, Sie nicht zu enttäuschen. Ich will Zugriff auf Ihre Telefone, Ihre Computer und sämtlichen Kram, den Sie sonst noch benutzt. Ich muss alles wissen. Ich möchte, dass alles, was Sie benutzt, verwanzt wird. Ich will, dass ab sofort jede Bewegung von ihr überwacht wird. Sie arbeitet fürs Verteidigungsministerium. Scheißegal, für wen sie arbeitet. Tun Sie's. Boss, sehen Sie sich das an. Diese Aufnahme von Pike ist vor der Königsbank in Frankfurt gemacht worden. Unser Observierungsteam hat ihn und einen uns unbekannten Araber während des gesamten letzten Monats bei regelmäßigen Fahrten vom Hauptbahnhof zur Bank beobachtet. Pike wird anscheinend schlampig. Ja, aber wenn wir an ihm dran sind, dann werden doch Smith und sein Team das garantiert auch sein. Nein. Diese Informationen stammen direkt aus der Datenbank des Pentagons. Es ist ausgeschlossen, dass Smith und seine Männer da rankommen. Wenn ihr mich fragt, sollten wir in Betracht ziehen, dass sie mehr Informationen in den Händen halten, als wir denken. Pike hat im Lauf des letzten Monats die gestohlenen Druckplatten ins Gebäude der Königsbank in Frankfurt geschafft. Morgen treffen die letzten Platten ein und dann wird ein Koffer mit allen Platten dem Araber übergeben. Das wäre also das erste Mal seit 6 Monaten, dass alle Platten an einem Ort sind. Das ist unsere beste und einzige Chance, sie wiederzukriegen. Sie verlassen das Bankgebäude, um den Zug um 17.15 Uhr nach Zürich zu erreichen. Gentlemen, wir werden dafür sorgen, dass Sie den auf jeden Fall verpassen. Face. Ja? Höchste Eisenbahn, deine Ex ins Spiel zu bringen. Wenn sie so clever ist, wie ich denke, dann ist sie bereits unterwegs zum Bahnhof auf der Jagd nach den Platten. Wieso willst du ihren Hinweis geben? Sie ist eine Kreuzritterin und wir werden sie irgendwann gut gerüstet brauchen. Haltet eure Augen und Ohren offen. Jetzt folgt der Haken. Wenn Sosa hinter uns her ist, dann können wir davon ausgehen, dass Lynch an ihr dranhängt. Und wenn er merkt, dass sie zwischen ihm und den Platten steht, dann wird er nicht zögern, sie zu töten. Face, begib dich zum Bahnhof. Hier ist Sosa. Falls Lynch gefährlich werden sollte, kümmere dich darum. Hallo? Sie haben freie Schussbahn. Wiederhole, freie Schussbahn. Hallo? Hier ist das Paul. Wir werden beobachtet, Jungs. Zieht euch zurück. Das Ganze gefällt mir nicht. Sehe aber, werde nicht gesehen. Hallo, meine Herren. Du schaust echt nach und hast mir ein Handy in die Tasche geschmuggelt? Das muss nicht, Baby. Ist die einzige Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Lynch lässt dich komplett abhören. Ich will, dass du dein Team abziehst. Ich werde dich finden, Face. Du wirst dich hier nicht zeigen. Niemand darf wissen, dass du vor Ort bist. Nicht, wenn ich dich zuerst finde. Was hast du hier eigentlich zu suchen? Ich versuche dich zu retten. Grisa, komm
schon, du weißt genau, dass wir unschuldig sind. Du weißt es genau. Du lügst doch. Genauso wie du es in Bagdad getan hast. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nichts von den Druckplatten. Zu dieser Zeit. Echt, du laberst einen Riesenhaufen Scheiße. Kannst du mal damit aufhören und dabei nicht vergessen, dass du mich auch belogen hast? Du hast mich verarscht. Wann? Oh, komm schon, du willst wissen, wann? Ja, du willst das würde ich gerne wissen. Du wusstest, ehrlich, dass ich ein Player bin. Es war okay für dich. Doch als es dann ernst wurde, da bekamst du Schiss. Oh, ich hatte Schiss. Hast Panik? Das ist doch wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Du hast Panik gekriegt und hast die Kurve gekratzt. Carissa, komm schon. Ich bin ein flüchtiger Sträfling. Du weißt genau, wie begehrt ich bin. Denkst du, ich bin hier in Frankfurt, weil ich alte Wunden aufreißen will? Nein! Ich bin hier, weil wir das nicht getan haben. Ich bin hier, weil wir reingelegt worden sind. Und ich bin letztendlich hier, weil die Wahrheit es wert ist, das Risiko einzugehen. Und ich glaube an dich, selbst wenn du nicht an mich glaubst. Gott, ich habe ganz vergessen, wie hübsch du bist. Nicht das Handy verlieren. Wo ist Pat? Eine exzellente Frage. Versucht ihn zu finden. Macht euch bereit abzurücken. Und Sie bleiben wie immer in meiner Nähe, Sir. Wie geht's voran, Boss? Murdoch, hier kommt der fliegende Araber. Unnachsicht, der Malsender zu nennen, weil das Mittel fällt ihn aus. Murdoch hat ihn im Visier. Er fängt ihn ab und spielt ihn sicheren Fußes Richtung Tor. Ich hab den Koffer verloren. Man schießt auf mich, ich muss hier weg. PA, hol sofort die Platte. Thank you.
Behörden reagieren auf Explosionen und Schüsse im Königsbankgebäude. Lassen Sie uns den Stau umfahren und bringen Sie uns schnellstmöglich zu dieser Bank. Ja, ma'am. Ja, ma'am. War ja richtig Arbeit für mich, Baracus. Wer hätte gedacht, dass ich so außer Form bin? Aber wie es aussieht, bin ich voll. Wo steckt der Rest des Teams, hä? Smith, Peck, der stolzste Pilot dieser Flachzange. Hab den Namen vergessen. Ich werde jetzt den Arsch aufreißen, Baracus. Bin gespannt, wie viel du verkraftest. Komm schon, was soll das? Du wehrst dich gar nicht. Ich werde dir nicht wehtun, Mann. Süß, du wirst mir nicht wehtun, aber ich werde dir wehtun. Oh. Ich werde dich nicht erschießen, Mann. Du willst mich nicht erschießen? Das solltest du aber, denn ich werde dich töten, Baracus. Ich habe keinen Bock auf Spielchen. Warum denn nicht? Denn ich habe zwei Waffen und die sind schnell gezogen. Du weißt, wie gut ich bin. Also, sobald du den Hahn spannst, wird's lustig. Ich schwör's bei Gott, ich drücke ab. Du bist doch kein Feigling, oder? Oder doch? Upsi! Verdammt! Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Bist ein Lebensretter, Mann. Ich konnte dir nicht abknallen. Beleidigt gewesen. Wie niedlich. Sie haben Glück, dass so viele Menschen hier sind. Nein, Chase. Du hast Glück. Alles klar. Der Araber schweigt wie ein Grab. Und Sosa war im Bahnhof. Du hast sie gesehen? Ja. Hast du mit ihr gesprochen? Ich hatte keine andere Wahl, okay? Wieso vertraust du mir nicht einfach? Oh, das tue ich. Ich vertraue besonders auf deine Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, was die Frauenwelt betrifft. Mit welchem Körperteil denkst du eigentlich im Moment? Aber Lynchs Männer waren ja auf den Fersen, da musste ich doch reagieren. Ach, ich bitte dich. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Hey, weswegen bist du so angepisst? Wir haben die Druckplatten. Du wolltest, dass sie gut gerüstet ist. Ist sie, Hannibal? Sie weiß, dass wir sie nicht gestohlen haben. Sie wird ausrasten, wenn sie erfährt, wer es war. Was? Du hättest es wissen müssen. Du hättest es wissen müssen. Du hättest wissen müssen, dass es so kommen würde, wenn du mich am Leben lässt. Was war los mit dir? Hannibal, du weißt, wer das ist? Wir alle wissen es. Morrison? Oh, Scheiße, nein, das gibt's doch nicht. Ach, du dickes Kanonenrohr. Ich weiß nicht, ob das viel hilft, aber... Erfolgreiche Jagd, mein Freund. Dankeschön. Du mieses Arschloch. Raus. Die anderen auch, raus mit euch. Ich wusste, wenn Lynch mir hilft zu fliehen, dann musst du darin verwickelt sein. Du und Pike, ihr habt versucht, Lynch die Platten zu stehlen. Und du hast ihn verraten. Genauso wie du uns verraten hast. Lynch hatte niemals vor, uns zu beteiligen. Für ihn waren wir nur Werkzeuge. Und du warst seine Versicherung. Ich hätte niemals gedacht, dass du mich, deinen ältesten Freund, über den Tisch ziehst. Ich habe nur den Erstschlag ausgeführt. Ich bin Soldat, schon vergessen. Du bist ein Lügner und ein Verräter. Sie wussten, dass Morrison der Araber war. Wieso haben sie uns nicht eingeweiht? Ich war nicht hundertprozentig sicher. Wie wär's mit 99%?
Hätten Sie es dann für erwähnenswert gehalten? Ich meine, dass... Lynch, was haben Sie gedacht? Dachten Sie, dass ich ihn auf der Stelle töte? Eigentlich ging ich davon aus und das tue ich noch immer. Haben Sie die Druckplatten? Ich hätte nicht angerufen, wenn es nicht so wäre. Smith, ich kriege die Platten, Sie töten Morrison und erhalten Ihr altes Leben zurück. Ich will offiziell beglaubigte Straferlassvereinbarungen. Für mich selbst und jeden meiner Männer. Vom Weißen Haus, dem State Department und den Joint Chiefs of Staff. Haben Sie verstanden? Dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Wie lange? Ungefähr 5 Minuten. Ich warte. Haben Sie die Druckplatten? Ich hätte nicht angerufen, wenn es nicht so wäre. Smith, ich kriege die Platten. Sie töten Morrison und erhalten Ihr altes Leben zurück. Ich war an deinem Grab in Arlington. Du bist als Nationalheld gestorben. Dein Tod wäre zu einfach. Und das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine weitere Lüge. Tu das nicht. Hannibal, bitte. So viel bist du mir schuldig. Nein, du bist mir was schuldig. Du wirst denen sagen, dass wir unschuldig sind. So viel bist du mir schuldig. Hannibal, das ist bedeutungslos geworden. Wofür kämpfen du und deine Jungs jetzt eigentlich noch? Für eure Dienstgrade? Eure Rehabilitation? Drauf geschissen! Ihr seid Sträflinge! Druckplatten hin oder her, ihr seid flüchtige Militärhäftlinge. Und wenn die mit dir fertig sind, Hannibal, dann wirst du in der Hölle schmoren! Sulawan, Sulawan, hier ist Bienenstock. Sie haben grünes Licht. Over. Bienenstock? War das Ihre Idee? Mhm. Ist das innovativ? Bienenstock. Bienenstock. Boss, könntest du sowas machen? Mit uns. Was Morrison getan hat? Nein. Ich würde mich eher erschießen lassen, als euch zu verraten. Ja, aber du hast es auch nicht kommen sehen. Nein. Ich habe es nicht kommen sehen. Weg hier! Genauso aus wie bei Call of Duty. Okay, es wird so laufen. Keine Presseerklärung. Örtliche Behörden und Medien müssen dem Gelände fernbleiben. Erklären Sie es zum Sperrgebiet, inklusive Flugverbot. Schicken Sie ein CIA-Team dorthin, die sollen aufräumen und bringen Sie mir die gottverdammten Platten wieder. Die deutsche Polizei hält Ihr gesamtes Team im Gebäude der Königsbank unter Arrest. Das ist nicht mein. Ich bin kein Teamplayer, das ist Smiths Abteilung. Ich arbeite ausschließlich allein. Ich reise gern mit leichtem Gepäck. So ein Zeug wie Loyalität, das passt nicht in die Gepäckablage. Ich hab gedacht, Sie und Smith arbeiten Hand in Hand. So kann man sich irren. Ja, wir tragen Waffen und nein, wir wollen nicht angepasst werden. Du willst verhandeln. Okay, verhandeln wir. Wie wär's, wenn ich meine berufliche Zukunft der Zerstörung Ihrer widme? Wie wär's, wenn du so schlau bist und anfängst zu verhandeln, bevor es ein anderer tut. Ah, ehemaliger Captain, hey, wow, 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 wow. Solange Sie kein Blatt Papier in den Händen halten, das genauso aussieht wie das, gehört dieser Schlingel, der hier sitzt, ab sofort mir. Gehen wir. Wie kommt ihr an einen Auslieferungsbefehl? Tut mir leid, Pike. Ich halte mich wenigstens an Regeln. Das tut die CIA auch. Aber unsere sind cooler als eure. Hinfort. Lynch, wenn ich Sie hier einschließen und den Schlüssel wegwerfen würde, dann hätte ich der Welt einen großen Gefallen getan. Der war nicht nett. Lynch! Wer sonst? So ein Scheißkerl. Nicht am Feuer halten, Männer. Als der Bomber noch in der Nähe ist, kann er so unsere Körper nicht erfassen. Lynch ist echt ein Vollidiot. War so damit beschäftigt, uns zu töten, dass er dabei vergessen hat, die Platten zu lokalisieren. Wie stehst du denn jetzt zur Gewaltlosigkeit, VA? Na, angepisst? Das solltest du nämlich sein. Scheiß doch auf die Druckplatten, Mann. Morrison hätte unsere Köpfe aus den Schlingen ziehen können. Und ohne ihn werden wir schön baumeln. Was machen wir jetzt, Boss? Was weiß ich denn, Mörder? Ich weiß es nicht. Ich schon. Dieser Kerl Lynch
Ich schätze, ich weiß jetzt, wie er tickt. Hast du etwa einen Plan, Kleiner? Wie kommen wir von hier weg? Gib mir 20 Minuten. Also, Morrison ist tot, Smith und sein Team ebenfalls. Und in circa 15 Minuten oder so haben wir die Platten lokalisiert. Was ist das, Schadenfreude? Nein, Siegesfreude über dich. Nachdem du mich verarscht hast. Wir hatten einen Deal schon vergessen? Nein, wir beide nicht. Du, ich und Morrison? Wir beide hatten nicht direkt einen Deal. Ihr habt mich hintergangen und ausgebotet. Hey, was wird das? Was, ziehen wir das etwa hier drinnen durch? Wirst du das durchziehen? Er wird's tun. Schönes Ding. Spitze. Richtung super. Was machst du denn jetzt? Was macht er da? Vorsicht. Wie geht's voran, Karl? Alles klar? Alles bestens. Das sieht aber ganz und gar nicht danach aus. Was machst du denn da? Das wird so nicht. Das ist ein europäisches Schallaufwettbewerb ausgerechnet. Das heißt Schalldämpfer. Das Ding wäre einfach nicht. Hältst du die Waffen immer so? Dass du dir dabei noch nicht ins Gesicht geschossen hast, das ist ein Wunder. Pass ein bisschen auf, ja? Großer Gott, erfüll meinen letzten Wunsch. Ich will nicht, dass dieser Kerl mich erschießt. Also wenn Sosa weiß, dass wir noch am Leben sind, dann wird sie das auch von Morrison denken. Wir können nur hoffen, dass Lynch Sosa noch abhören lässt. Hier ist Sosa. General Morrison befindet sich in meinen Händen. Was? Tut mir leid, ich kann Sie ganz schlecht hören. Wer ist da dran? Okay, das war nicht gut durchdacht. Ach nee. Ich meine, geht's noch? Muss ich euch zeigen, wie ihr mich tötet? Hey, tu mir einen Gefallen. Nimm die Waffe hoch. Nimm die Knarre hoch und halt sie an meinen Kopf. Sicher? Genau dorthin. Perfekt. Ja. Und so wird das... Bevor du noch jemanden verletzt, der neben mir sitzt. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Alles okay. Merkt euch eins. Legt einem sitzenden Mann niemals Handschellen auf dem Rücken an. So kann man nämlich seine Hände nicht sehen. Das war echt cool. Hat dir das gefallen? Oh, in der Tat. Ich war total drauf ab. Alles in Ordnung, du Arsch. Ja, hast das nicht wehgetan? Leg ihm die Handschellen wieder an. Das muss doch nicht sein. Wir brauchen die Dinger nicht. Mit was willst du telefonieren? Mit dem Handy oder der Knarre, Brad? Was? Handy Scheiße. Oder Knarre? Was denn? Pass doch auf, hey, hey. Nimm die Waffe runter. Hey, ich hab dich nicht hintergangen. Das war Morrison. Ich würde dich unheimlich gern abknallen. Das sollten Sie hören, Sir. Sind Sie das mit? Von einem ehemaligen Colonel zu einem ehemaligen Captain. Ich weiß, dass mir nur 30 Sekunden bleiben, bis Sie meine Position orten. Also hören Sie zu. Wir können unsere Unschuld beweisen. Oh, okay, alles klar. Könnten Sie bitte... Sagten Sie gerade, Sie haben Morrison? Sie haben General Morrison? Korrekt. Und ist er am Leben? Er freut sich bester Gesundheit. Und das, obwohl Lynch versucht hat, uns alle auszulöschen. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn Morrison auspackt, dann würde uns das entlasten und Lynch belasten. Oh-oh. Aber nicht nur die Platten. Die befinden sich auch in meinem Besitz. Vergessen Sie nicht. Lynch hält uns für tot. Und ich will, dass das so bleibt. Ich brauche einen Stift. Alles klar, wir verhandeln. Wo ein Stift. Hat jemand einen Stift? L.A. Docs. Du benutzt noch einen Stift? In 48 Stunden im Morgengrauen. Ich bringe Morrison und die Platten mit. Im Gegenzug will ich ein Wiederaufnahmeverfahren vor einem Zivilgericht. Abgemacht. Das hört sich gut an. L.A. Docs in 48 Stunden von jetzt an. Irgendein Bullshit ihrerseits. Und Sie können unseren Deal vergessen. Haben wir ihn? Nein. Pike, glaubst du an eine zweite Chance? Jetzt, wo du fragst. Habe ich übertrieben? Ich fand's perfekt. Ich bin dran. Hier ist Sosa. Hallo, meine Hübsche. Danke sehr. Wie es aussieht, haben die beiden die Arschkarte gezogen. Sieht ja mal wie A an. Sieht aus wie eine gigantische Banane. Den Vorwand ist. Guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Rabbi Shlomo Rabinowitz? Welchen Pass habe ich ihm gegeben? Sie sind aus Tansania. Meine Mutter stammt aus Tansania. Oh, Scheiße. Was zur Hölle geht da vor? Wir sind lieber Wabi. Juan. Bereite, lieber. Und Naungia Kiswahili. Ich bin bald rumgekommen. Ich sehe mir diesen Labogen an. Bekehre. Hier ist Station 6. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Ich habe das Gefühl, das gibt Ärger. Das sind drei rechts von mir. Hinter mir sind zwei und einer ist am Nordostausgang. Ndio, Buana. Was soll der Scheiß? Nimesa Leoa Zanzibar. Natoka Hoko. Habarigani Ndugu. Surisana. Shalom. Abayango, Alikua, Malemua, Kingereza, Hapo Zanzibar. Safari Njema. Asante sana.
Tutaonana. Dann können wir ja gehen. Du sprichst zu Aheli? Ja, etwa nicht. Kriegen wir denn unsere Ausrüstung zusammen? Keine Sorge. Ich kenne einen überaus gut sortierten Gemischtwarenladen, der gerade über den Atlantik schippert. Ein Hochseefrachter, der nur Schwarzmarktware transportiert. Wie gelangen wir auf den Kahn? Ein Boot, ein ganz normales Boot. Da geht mir das Herz auf, Mörder. Genüsslich die Seeluft schnuppern, so dass ich mir der Reise gefallen. Ganz klassisch, denn Menschen mögen es, sicher zu reisen. Ja, weißt du, ich hoffe, dass wir dich eines Tages von deiner Flugangst heilen. Was? Hey, ist ja gar kein Boot. Heute allerdings noch nicht. Mörder, weißt du nicht mehr, was ich sagte? Ich sagte, du musst ihn auffangen, nachdem du ihn ins Reich der Träume geschickt hast. Ja. Dumm gelaufen. Hast du an die Croutons gedacht? Voilà. Mutierte Croutons. Ihr habt mich wieder ausgenockt, hä? Okay, hör zu. Das mit der Injektion, das Schlafenlegen, Hannibal und Face. Das leckere Curry mit Ingwer, Murdoch. Und wieso tut mir mein Gesicht so weh? Hm? Wer war das? Lynch ist irgendwie paradox. Murdoch trinkt endlich aus. Dieser Kerl steht total auf Anonymität, aber gleichzeitig liegt der theatralische Auftritt. Er erteilt gern Befehle, doch er führt ungern welche aus. Wo ist die Kugel? Sehr gut. Er hält sich so weit wie möglich vom Ort des Geschehens fern und macht sich niemals die Hände schmutzig, wenn er es vermeiden kann. Aber das wird mit dir ändern. Du kannst einen Betrüger nicht betrügen, du Idiot. Kein Fünkchen, kein Flämmchen, nicht mal ein Taschenlämpchen darf in die Nähe von diesem Zeug. Dachte ganz wirklich. Dieser Kerl meidet jeglichen Krisenherd. Er lässt aus sicherer Entfernung die Puppen tanzen. Hey Boss, wieso brauchen wir denn so viel von dem Zeug? Ganz einfach, weil Lizenzschwäche ist deswegen mein Freund. Also werden wir den Typ mal auf den Boden der Tatsachen holen. Und auf diesem Boden möchte er eigentlich keinen Fuß setzen. Ketchup, krasser Blutersatz. Dann stellen wir ihn zur Schau, sodass die ganze Welt ihn sehen kann. Noch irgendwelche Fragen? Na, was geht ab, Boss? Hey, B.A. Das wird heftig werden, oder nicht? Nun, ich kann dir nicht versprechen, dass es anders wird. Ich möchte dir kurz was vorlesen. Ein Sieg, der durch Gewalt errungen wurde, ist mit einer Niederlage gleichbedeutend. Denn er ist nur vorübergehend. Gandhi, es ist manchmal besser einzuschreiten, statt nur tatenlos daneben zu stehen und einfach zuzusehen, wie ein Unschuldiger leidet. Von wem stammt das? Vom selben Mann. Gandhi hatte keine Angst, für das zu kämpfen, woran er glaubte. Ich würde gerne erfahren, woran du glaubst, B.A. Was ist los? Ich weiß nicht, Mann. Ich denke nur an das, was danach kommt. So, weißt du. Ich meine, wir sind immer lebendig zurückgekehrt. Wir alle vier. Wegen des alten Mannes. Ich weiß. Ich bin nicht er. Face, ich weiß das. Murdoch, ich bin nicht Hannibal. Wer trägt bei dieser Sache wohl das größte Risiko? Das bin ich. Und ich vertraue dir. Ja, ich weiß. Du bist verrückt. So verrückt auch wieder nicht.
Unsere Vögelchen sind ins Nest geflattert. Sind alle bereit für die Jagd? Verstanden, Team 1 rückt vor. Alles klar, Team 2 ist unterwegs. Na schön, Leute. Seid ihr alle bereit? Die Vorstellung kann beginnen. Showtime. Da ist Smith direkt vor uns anvisiert. Bodenteams auf Position. Team 1 bereit. Auf Position. Sniper-Team 1 auf Position. Sniper 1 bereit. Wir sollten Kommunikationsstörsender einsetzen. Morrison ist unser primäres Ziel. Die Platten befinden sich in einem Koffer. Ja. Okay, er spricht mit Sosa. Ich muss das hören. Was fällt Ihnen eigentlich an, so lügen, Sosa? Wir hatten einen Deal. Ich will diesen gottverdammten Anruf auf meinem... Ja, den hatten wir, aber ich habe die Regeln geändert. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Sosa? Wollen Sie mich verarschen? Das ist ein komplizierter Austausch und Ihnen bleibt nicht viel Spielraum. Hören Sie genau zu, oder Sie werden für den Rest Ihres Lebens von der Militärpolizei gejagt. Oh, nein. Ich habe Morrison hier und die Platten. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, Sosa. Ich bin verwundbar. Der Austausch findet nicht an den Docks statt. Jetzt hören Sie mir zu, wir werden uns nicht ergeben. Wir werden uns nicht ergeben. Entweder wir spielen nach meinen Regeln oder wir vergessen das Ganze. Zum Teufel damit und zum Teufel mit Ihnen, Sosa. Ah, sie hat ihn am Arsch. Pace, BA, wir rücken ab. Sosa hat uns reingelegt. Murdoch, in 10 Minuten will ich den Helikopter hier sehen. Oh. Okay, Sie schaffen ihn weg. Anale, Sie schaffen ihn weg. Bei allem, was uns heilig ist, ganz ruhig. Bin ich ja. Sie schaffen ihn weg. Das nicht. Hannibal, bitte. Da, das ist Morrison. Verstanden, eliminiert. Ach, hat er auch die Platten bei sich? Smith hat die Platten. Worauf wartet ihr? Ich hab Morrison erfasst. Werde schießen. Wäre beinahe ungemütlich geworden, Kleiner. Was ist da gerade passiert? Was tut der da, verflucht noch eins? Wo sind die? Kann mir mal jemand antworten? Komm schon. Hat das Teddy zerquetscht oder was? Oh, es war wesentlich einfacher, als es noch 2 Plastikbecher waren. Nur nicht nervös werden. Passt gut auf und macht keine hastigen Bewegungen. Man kann einen Kerl wie Lynch schlagen. Und das mit folgenden 3 Dingen. Was zur Hölle treiben die da? Verwirrung. Wow, was geht da vor? Ablenkung. Die Container im Visier behalten. Die wollen verschwinden. Feuer frei. Angriff abbrechen. Rückzug sofort. Bodenteam, Zugriff. Ach du Scheiße. Bodenteam, Feuer einstellen. Du bist von Smith verladen worden. Er versucht dich über den Tisch zu ziehen. Lynch, komm schon, sei doch nicht so dumm. Kalt machen. Kontakt! Aus dem Container und Schlachter, das sind Pack und Barracken! Und Aufteilung. Das ist eine Falle! Abmacht! Da ist eine Erste da weg! Nein. Was geht da bloß vor? Was läuft denn hier? Sehr gut, Kleiner. Das sind Pack und Barracken! Knallt sie ab! Klappe halten, ich weiß, was ich tue! Okay, ihr Paintballer. Schluss mit dem Spielchen. Wie, schnell auf deine nächste Position! Okay, jetzt kommt Freude auf. Ich wollte schon immer mal mit Atomraketen auf Spatzen schießen. So viel zu deinem exzellenten Plan, Sven. Was zur Hölle war das? Hey, was war das, verdammt nochmal? Falk hat das Schiff mit der Rakete getroffen. Wir hatten ein Loch in den Rumpf geschossen. Was ist mit uns am Start? Den hat Falk gerade weggepustet. Wir müssen improvisieren. Wie, ich verschwinde da. Ich werde Hannibal suchen. Gib mir Deckung, ich hole die Platten. Das Schiff wird kentern, sofort runter. Ja, ich komme vor. Thank you.
meine Munition wird knapp. Wie geht's dir, mein Hübscher? Wahnsinn, wie du die Knarre ausgequetscht hast. Beeindruckend. Mann, gute Freunde und Munition. Wo sind sie, wenn man sie braucht? Nimm das jetzt bitte nicht persönlich, aber schön da reinsehen, nett lächeln und auf den Blitz warten. Lynch, tu sie, Lynch. Lynch, wo bin ich? Komm, Lynch. Lynch, wo bin ich, Lynch? Ich habe sie schon überall gesucht. Lassen Sie sich von meinem Schal nicht täuschen. Mein Muay Thai ist ziemlich gut. Jiu-Jitsu habe ich noch besser drauf, aber das, was Sie hier abgezogen haben, war stark. Das mit den Containern und den Autos und dem Feuerwerk. Lynch. Ja? Gott, ging mir das auf den Sack. Aber drückst du Pike eine Rakete in die Hand, dann macht er das alles zunichte. Tu das nicht, Hannibal. Wissen Sie, Smith, Sie könnten das beste Rezept der Welt besitzen. So viel bist du nicht schuld. Aber wenn Sie den Teig mit Schießpulver aufpeppen... Tu das nicht, Hannibal. Mensch, dann fällt er in sich zusammen. Oh, oh, Ihr Zeuge, Ihr Schießeisen, Ihr Problem. Hast deinem Land treu gedient, John. Hallo, mein Großer. Wie schön, dir endlich die Hand zu geben. Sehen Sie uns an, Hannibal. Zwei erwachsene Männer. Ich blute, Sie ebenfalls. Na, 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 wer wird denn da aufstehen? Verfluchte Scheiße nochmal! Ihr Muay Thai ist genauso mies wie Ihr Jiu-Jitsu, Lynch. Verlassen Sie sich lieber darauf. Wenn ich von Ihnen eine geladene Waffe kriege... Kriegen Sie von mir eine Kugel. Ich sagte ja, dass ich sie abknalle. Die Weste aus Kevlar hat sie gerettet. Das Zeug hilft nur leider nicht bei einem Kopfschuss. Doch, tut es, wenn man es vorher einschmilzt. Tu das nicht, Hannibal. Hannibal, bitte! Man kann also einen Kerl wie Lynch schlagen und das mit folgenden drei Dingen. Verwirrung. Wo, was geht da vor? Ablenkung. Und Aufteilung. Mann, lass mich nicht so weiterleben. Dann stellen wir ihn zur Schau, sodass die ganze Welt ihn sehen kann. Agent Vance Burris, ist das etwa nicht Ihr Name?
Er steht jedenfalls auf diesem Haftbefehl hier. Und solange Sie kein Blatt Papier in den Händen halten, das genauso aussieht wie... Nein, das würde Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ach, ganz vorsichtig. Ich verhafte Sie wegen versuchten Mordes, des Weiteren wegen Veruntreuung von Staatsgeldern und des Diebstahls streng geheimer Druckplatten mit der Regierung. Also. Ich schätze, der Plan lief hier am Schnürchen. Wenn man davon absieht, dass Pike das Schiff in die Luft gejagt hat, das kann ich nicht ahnen. Die Kugeln sind nicht durchgegangen. Tu das nicht, Hannibal. Hannibal, wie fühlst du dich, Mann? Nicht gut. Was ist denn los? Nicht gut, ich fühl mich geistig gesund. Dann hätte ich dir ja schon längst mal in den Kopf schießen sollen. Okay, Agent Burris, das war's dann fürs Erste. Bringt ihn weg, Jungs. Dann los. Na, Prinzessin. Was ist der Unterschied zwischen einer Gehirnerschütterung und einer Quetschung? Das spielt keine Rolle, Bruder. Na doch, das war sensationell. Du hattest recht, der Helm hat funktioniert. Und Ketchup ist ein cooles Zeug. Ja. Du hast das toll gemacht. Alles okay? Na, dröhnt die Birne? Ja, lass bitte Hannibal nächstes Mal wieder den Plan machen. Okay? Mhm. Okay. Mhm. Und wie geht's deinem Gewissen, Großer? Hat Frieden. Lassen Sie die Mühle laufen. Wir haben auch eine Zugverbotszone eingerichtet. Wir können nicht mehr. Hier, das bin ich. Sosa sprechen. Komm mit. Sofortiger Wirkung ist der Gefangene der CIA zu übergeben. Ich habe einen Haftbefehl. Ebenfalls mit sofortiger Wirkung ist der Gefangene. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Sekunde. Wo drückt denn der Schuh? Ich kann Ihnen helfen. Wo wollen Sie genäht werden? Sie wollen doch sicher genäht werden. Ich kann nämlich sehr gut nähen. Gentlemen. Die Central Intelligence Agency vertritt und glaubt an eine hohe moralische Ethik und ebenfalls an ein unermüdliches professionelles Niveau. Von daher möchten wir uns aufrichtig bei Ihnen entschuldigen für das, was hier passiert ist. Schönen Tag und auf Wiedersehen. Wo werden Sie ihn hinbringen? Wen? Ich kenne noch nicht mal Ihren Namen. Mein Name ist Lynch. Natürlich ist er das. Sagt er gerade Lynch? Holen Sie die Platten. Lieutenant? Sir, wann sind Sie hier eingetroffen? Ich hatte keine Ahnung. Yes. Hier sieht's ja wirklich furchtbar aus. Aber wir haben die Druckplatten. Bedauerlicherweise werde ich Sie alle wegen Ihres Gefängnisausbruchs anklagen müssen. Was? Hannibal, wovon redet der Typ da? Du wurdest unrecht verurteilt, aber es ist dennoch illegal, aus dem Gefängnis auszubrechen. Director McCrady, Smith und sein Team waren dabei behilflich, die Platten zu beschaffen. Aber sie sind immer noch gesuchte Militärhäftlinge und ich will es vom Tisch haben. Das ist Hühnerscheiße, Sir. Ja, mag sein. Möglicherweise ist es für die Hühnerscheiße. Aber für Sie, Captain, bedeutet es die Einsetzung in Ihren alten Dienstgrad. Passen Sie auf, Sie werden zum US Marshal Service hier in Long Beach gebracht. Dort wartet ein Transportflugzeug auf der Rollbahn. Abflug in 30 Minuten. Diese Sache muss erledigt werden. Das ist Bullshit, Mann. Ich hab Tricks von Harry Houdini. Ich knapp eure Handschellen durch. Rein da, Lampe Heiko, rein da. Na los, Bewegung. Stopp, warten Sie. Stopp, warten Sie. Sie sind sehr aggressiv. Mach dir um mich keine Sorgen. Das ist wirklich ein dämlicher Fehler und ich würde alles daran setzen, den zu korrigieren. Das weiß ich doch. Es tut mir so leid, Faze. Plan, Face. Ja, wir haben gerade Lynch ausgeliefert und waren dann wieder ins Gefängnis. Wir haben die Platten beschafft und können voller Stolz sagen, wir haben das Richtige getan. Ja, was haben wir davon? Das ist doch Bullshit. Die haben uns schon wieder verladen, Hannibal. Wir haben dem Rechtssystem vertraut und das hat uns verarscht. Vergesst nicht, Männer, dass es für alles, was scheinbar zufällig passiert, einen Plan gibt. Kleiner. Tja,
Ich möchte dir ja nicht deinen Spruch klauen, aber... Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Immer noch gejagt von der Regierung, schlagen sie sich seitdem als Söldner durch. Also wenn sie mal in Not sind und nicht mehr weiter wissen und sie finden können, können sie sie anheuern. Das A-Team. We'll be right back.
Hey! Как дела? Отлично! Я знаю, это полезно для тела, но как защитить лицо? Не связывайся с этим. Ясно. А, да. Вы готовы, да? Поехали! Поехали! Этот Мёрдок псих. Интересно, он псих или, ну, псих? Кажется, я что-то чувствую.